Wir haben ca. 7400 Stellplätze hier im Lager. Hier in dem Bereich ca. 300 Regalstände. Die sind auch überall schon mit Anfahrschutz versehen, aber passieren kann immer mal was. Wir haben Ausfälle durch Beschädigungen ca. 2 Monate, die im Jahr Felder nicht belegt sind, weil sie durch Schäden an den Regalrahmen leergeräumt werden müssen und dadurch nicht benutzbar sind. Linde ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob wir mal so etwas austesten könnten mit einem Anfahrschutz, der auf dem Gerät montiert ist, damit der Fahrer nicht direkt an den Regalrahmen anfahren kann und mit dem Radarm dann beschädigt. Das haben wir ausgetestet und für gut befunden. Also aus Fahrersicht denke ich, dass es eine sehr positive Sache ist. Also wenn ich ans Regal ranfahre, bremst das System automatisch den Stapler ab, ab einer gewissen Entfernung. Die Umstellung ist natürlich Gewöhnungssache. Viele Fahrer werden sagen, es kostet mir zu viel Zeit. Ja, aber trotz allem, es dauert nicht lange, dann hat man sich daran gewöhnt. Und den minimalen Zeitverlust nehme ich gerne in Kauf, wenn dadurch am Ende des Tages Schäden verhindert werden können. Die Erprobungsphase ist rum. Die Flotte wird im Dezember ausgetauscht. Und für alle Geräte haben wir jetzt den Wreck Protection Sensor mitbestellt. Der Staplerfahrer hier muss 2-3 Paletten in die 4. Ebene einlagern. Logisch, er muss nach oben gucken. Also unten hat es keine Sicht. Und da passen die meisten Unfälle. Regal geht kaputt, Ware geht kaputt. Und dafür braucht man einen Assistent, dass man das Stapler bremst automatisch. Die erfahrenen Leute passen sich ein bisschen auf. Aber leider die Leute, die nicht viel Erfahrung haben, dann passiert was. Ein Bremsassistent mit Sensoren, das gut funktioniert, finde ich gut.